Nächster Auftrag, direkt weitergehen. Von Vigo nach Vigo. Los. Habe ich jetzt gerade das Level abgegeben oder war das das Band? Ich weiß gar nicht mehr. So. Lass uns loslegen. Kann ich hier raus? Nee. Fest. Ach, nee. Ah, Lego hab ich dabei, okay. Und kann ich raus? Rechts ab. Oh, sauber. Souverän im Hafen. Immer halten. Geradeaus und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Diese Ausfahrt. So. Kommen wir zur nächsten Stelle in Vigo. Hier kommt was los bei dir. Hauptsache schleichen. Oh, dieses Programm. Abgestürzt wieder. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Ja, man muss beim Plan echt genug Geduld haben. Ausfahrt rechts. Mache ich mir erstmal eine Kippe. Mach mal ganz in Ruhe. Wohnwagen voraus. Vollgas. Wenn ich gleich wieder raus müsste, ich den Schlüssel überholt, ey. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Glück wird er nicht raus. Nimm die Ausfahrt rechts. Oh, ich sehe gerade, man Scania hat gerade die 41.300 Kilometer hinter sich. Auch schon eine Weile. Weil er muss, braucht er noch irgendwann Wartungsteile, ey. So. Vielleicht in Vigo irgendwo anders sein. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Jetzt, wo ich überhole, sagst du rechts halten.
die Ausfahrt. Komm mal, das ist doch nicht dein Ernst. Zweimal nacheinander. Abgeschüttet. Ja. Soll ich dir was planen? Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Boss und ich. Die erste Tour habe ich schon durchgeplant. Ja. Ich plane jetzt gerade den Rest. Nimm diese Ausfahrt. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt. Was fährst du denn da Schönes? Nimm diese Ausfahrt. Ich fahre Ware von Bremen nach am Kreisverkehr Düsseldorf. Zweite Ausfahrt ja. Nehmen. Und von Düsseldorf aus fahre ich dann nach Coimbra. Nimm diese Ausfahrt. Ui. Immer geradeaus. Also die gleiche Schaltstrecke nochmal, ja? Ja, wir haben noch einen Aufpasser. Biege nach rechts ab. Der allerdings bis zum 16. befahren werden muss. Wie viel Ware? Demnächst rechts abbiegen. Genug. Ach, weil dieser Hin- und Herweg von dir, ne? Mhm. Wir sind fertig. Da hinten. Das ist einfach und einfach. Das krieg ich hin. Guck ich mal. So. Sehr geil. Zack. Von den nächsten 2 Tonnen, glaube ich, die ich jetzt auch losgeworden bin. Nächster Plan ist, ja, von hier nach Salamanca Leerfahrt. Zeit zu gehen. Um da dann die nächsten Waren abzuholen. Den nächsten Auftrag fertigzustellen. Hackerwoche echt geil, also. Auf geht's. Gehen wir hier raus, ne? Ja. Gut. Okay, lass uns neu berechnen. Dann fahren wir mal eine Kontrollleerfahrt. Route neu berechnen. 440 Kilometer, weil es einfach keinen Auftrag für den Weg gab. Leider. Biege nach links ab. Ich hab 2 Tage in Folge geguckt. Abbiegen. Nicht. Biege nach links ab. Dann seht ihr die komplett selber, also auch mit, was du fährst. Wow, warte, nochmal was? Dann seht ihr auch komplett mit dem, was du fährst, und nur die Orte. Am Kreisverkehr, wir planen die komplett durch. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen.
Nimm diese Ausfahrt. So. Darf ich jetzt nochmal komplett alles neu planen oder kann der Nico nicht überführen lassen, weil wir zu wenig Geld dafür haben? Was kannst du nicht überführen lassen? Den LKW? Mhm. Der steht in Düsseldorf und mein LKW, also ich stehe jetzt gerade in Hamburg. Du hast noch zwei Trailer, dann fahr doch mit dem einen Trailer nach Hamburg und hol deinen LKW ab. Ja, das Problem ist, dass ich mit dem großen Trailer nicht nach Hamburg kann. Oh. Oh. Rechts halten. Kannst du den LKW nicht... Der muss irgendwie gehen, dass das trotzdem fahren kann. Weil du nimmst den Euro-Truck-Auftrag, einen normalen, und fährst dann den Weg, weißt du? Das ist eine ganz normale Euro-Truck-Tour, nimmst die von Düsseldorf nach Hamburg ist. Dann erkennt er das, oder was? Ja, das müsstest du erkennen, dann, dass man keine Wartungskosten mehr zahlt. Siehst du immer unten links, ob er den LKW mitnimmt oder nicht? Heißt, also, du reportest dich einmal dahin, wo der steht. Fährst du von da an Auftrag nach Hamburg, wenn es geht. Und gut ist. Fahr weg da. Du darfst 410 fahren, komm. Gib Gas. Fahr rüber. Danke. Oder schreibt den Auftrag nach Düsseldorf, nach Hamburg. Das Problem ist, wie kann ich denn selber einen Auftrag schreiben? Ja, mit dem Safe Game Manager. Dann lädst du den Spielstand, den du jetzt gerade fährst. Am besten speicherst du ihn einmal vorher. Dann kannst du nur, glaube ich, einen vorhandenen Auftrag nehmen und vielleicht verändern, vielleicht geht das auch. Du brauchst nicht ganz selbst schreiben. Mega chillig gerade. Ja, das natürlich wiederum nicht. Egal, komm fest jetzt rüber.
Scheiße. Was für gerade, hey, sehr schön. In 11 Minuten sind wir da. Sehr, sehr schön. Das chill ich hier. Einfach nur straight fahren, fahren, fahren. Jetzt, wenn ich das sage, kommt irgendeine Baustelle und ein Unfall. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Na, zum Glück gehabt. Nimm die Ausfahrt rechts. Biege nach rechts ab. Das ist ein Unfall, das ist ein Heli. Bitte nicht, ey. Ja, Polizeieinsatz. Ein Trailer von Ala. Hat das geklappt, was ich meinte? Ich bin gerade noch am rausfinden, wie ich das hier am besten mache. Warte. Eventuell habe ich das jetzt hingekriegt. Ja.
rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Ja, mache ich. Thema. 96 Kilometer noch. Hier. Nimm die Ausfahrt rechts. Biege nach rechts ab. Salamanca. Yep, alles klar, funktioniert. Ja, cool. Hast du da jetzt eingestellt? Hast du einen neu gemacht oder einen beendet? Ich habe einen bestehenden Auftrag beendet, aber das war ein bisschen kompliziert. Wieso? Was war... Du musst gucken, dass du dein Save-Game auswählst. Dann musst du gucken, dass du den dementsprechenden Standort auswählst. Hat er den Auftrag jetzt angenommen oder nicht? Dieses Spiel. Anscheinend hat er den Auftrag nicht angenommen. Okay. Folgendes, starten wir den ganzen Scheiß nochmal neu. Ah, dieses Spiel. Wenn ich gleich da bin, mache ich mir nochmal schnell einen Kaffee, ne? Mhm. Mach das. 50 Kilometer gleich. Hallo Meter. Oh Gott, sagen. Ich habe sogar schon vor einem LKW gesehen, dass einen meiner alten Arbeitgeber. Die BLG. Die Bremer Logistikgruppe. Lauritzen? Lorenzen. Rechts halten und dann links halten. So, rechts halten. Und dann links halten. Bitte links halten. Ach, bin ich gut. Muss hier. Demnächst rechts abbiegen. Vom rechts abbiegen, das ist ein Kreisel, Madame. Rechts abbiegen und dann rechts abbiegen. Wieder rechts abbiegen, also hier lang. Dann links abbiegen. Biege nach links ab. Komm aus dem Knick, du hast keine Ladung drin. Demnächst rechts abbiegen. Rechts abbiegen und dann links halten. Sehr schön. Links okay, halten, nach dem Neustart hat er das erkannt. Abbiegen. Perfekt, ein Luna-Stein im Chat. Biege nach links ab. Das hatte ich nicht bekommen gehabt, das glaube ich, ne? Biege geht nach rechts ab. Es ist vorbei. Es ist vorbei. So. Sauber gefahren wieder, geil. Na, von hier nach Bilbao. Mit 23 Tonnen. Vorsichtig. Den können wir schon mal
Anhören, den wir schon mal so gleich fahren. Welche Ware? Die vorletzte Konterfahrt. Bei den Teilen von fahren wir nach Bilbao und dann den Rest des Teil, den Rest des, der Ladung fahren wir nach Bourges in Frankreich. So. Los. Ich habe eine coole Anfahrt, weil ich zu schnell gefahren bin. Ich kann meinen nächsten Auftrag erst um 20 oder 22 Uhr starten. Was? Man darf die Aufträge nicht zu schnell abschließen. Das ist der Cooldown. LOL. Da habe ich die Ware hier, aber...